Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum heutigen Coop-Mittwochstudio. Coop hat viele Partner, um täglich für Sie da zu sein, in Qualität, Preis und Auswahl. Ja, und einer davon, das ist der Coop-Käsermeister. Und sein Handwerk, das ist ja Kunst mit uralter Tradition, gell, Sie, Herr Iseli? Ja. Was ich jetzt gerne wissen möchte, ist, wie viel Milch braucht für so einen riesigen Emmentaler von einem Gewicht? 80 Kilo hat er. Ungefähr 1000 Liter. Also die tägliche Milch von etwa 80 Kühen. Oi, 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 das ist ganz schön viel. Sie haben uns das Instrument mitgebracht. Für was braucht man das? Das ist eine sogenannte Käsharfe. Die braucht man, für Milch zu rühren im Käsekessi. Aha. Und das hier, das ist ein sogenannter Käsebohrer, gell? Jawohl. Mit dem nehmen wir Käseprobe und schauen, ob der Käse die richtige Reife für den Verkauf erreicht hat. Ah, jetzt habe ich es herausgefunden. So kommen die berühmten Löcher in Emmentaler. Sie wollen es immer noch nicht verraten, gell? Das ist unser Geheimnis, Frau Näheri. Danke schön, Riesli. Bei Coop gibt es eine grosse Käseauswahl. Da gibt es die bekannten Schweizer Käse in 1A-Qualität und die beliebten Weichkäse-Spezialitäten. Coop ist eben auch Ihr Käse-Spezialist. Und jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie etwas für die schlanke Linie tun können. Ohne Kalorien süssen mit Assugrin. Das kalorienarme Rivella Blau, der Früchtequark und der Fitnessquark von Coop, der bekömmliche Kristalliner Kefir, der körnig frische Hirz Hüttenkäse und das Roland Delikatesse Knäckebrot. Scheibenkäse gehört heute in jede Küche und bei Coop finden Sie Spitzenprodukte. Tigerscheiben. Es gibt zwei Sorten. Sandwich, die milde, und Toast Extra, die rezente. Beides sind weiche Schmelzkässcheiben aus bodenständigen Naturkäse. Scheibe für Scheibe einzeln umhüllt und darum frisch bis zur letzten Portion. Tigerscheiben kann man originell servieren, z.B. das Käse-Tiger-Sandwich oder den Käse-Tiger-Toast. Achten Sie auf das Angebot an Tigerscheiben in Ihrem Coop-Laden. Bei Coop können Sie ja wählen zwischen den Marken und den speziell günstigen Coop-Produkten. Neu in verschiedenen Sorten gibt es jetzt die einzeln verpackten Coop-Schmelzkässcheiben. Die Saison der Frühlingsorangen hat auch angefangen. Baumfrisch eingetroffen sind jetzt die speziell saftigen Valencia Leitz von Jaffa. Profitieren Sie! So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Coop-Rezept von dieser Woche. Was machen wir auch ohne Härtöpfel? Daraus gibt es doch immer etwas Gutes. Ein Ofenguck zum Beispiel. Aus einem Kilo Härtöpfel, Milch, Anke, Salz und Muskatnuss haben wir einen Härtöpfelstock gemacht. In eine ausbutterte Gratinform gefüllt und schön glatt gestrichen. Mit Hilfe von einem Löffel haben wir 8 Vertiefungen gemacht. 4 davon haben wir mit einem Ei gefüllt und 4 mit Speckwürfeln. Ein bisschen Reibkäse drüber und ab in den Ofen. So lange, bis es Eiweiß fest ist und Speckwürfel geröstet. Etwa 15 bis 20 Minuten. Mit einem Salat serviert, gibt das eine herrliche Nacht. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Und ich wünsche einen guten. So, das wär's gsi. Danke, dass Sie für uns Zeit hatten. Und auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Strichschmelzkäse Gerber assortiert statt 2,85 nur 2,35. Hundenahrung, Matzingerfleisch, 3 Dosen statt 4,65, nur 3,45. Katzennahrung, Matzinger Katzenschmaus, Fleisch und Fisch, ein Pack statt 3,65, nur 3 Franken. Katzennahrung Cha-Cha-Cha, 4 verschiedene Sorten, eine Dose nach Wahl, statt 85, nur 70 Rappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, ein Beutel an 6 Stück Frischbackgipfeli zum selber fertigbacken statt 2,30, nur 1,90. Eine Linzertorte statt 3,30, nur 2,70. Jaffa Valencia Leitz Frühlingsorange in Tragtasche, das Kilo nur 1,50. Bei Coop gibt es jetzt alle Joghurtsorten zu Aktionspreisen. Vollmilch, Teilentrand, Fitness Natur und Fitness Diätjoghurt mit Früchten. Alle Becher an 180 Gramm sind jetzt 10 Rappen günstiger. Und bei allen Bechern an 500 Gramm sparen Sie jetzt 30 Rappen. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.